Der steirische Wald, durch den Einfluss von uns Menschen seit Jahrhunderten so gewachsen. Täglich arbeiten wir Waldbäuerinnen und Waldbauern daran, durch unser aktives Bewirtschaften die Wälder gesund und fit für die Zukunft zu machen. Warum müsst ihr im Wald Bäume pflanzen? Wachsen die nicht von selbst? Natürlich wachsen Bäume von selbst. Indem wir aber junge Bäume pflanzen, bringen wir andere Baumarten in den Wald und sorgen somit dafür, dass keine Kahlflächen entstehen. Im steilen, gebirgigen Gelände hilft mittlerweile modernste Technik, um auch entlegenste Gebiete mit Forstpflanzen zu versorgen. Hier stehen so viele schöne junge Bäume. Warum müsst ihr die schon in so jungen Jahren mit der Motorsäge wieder wegschneiden? Die Bäume werden größer und brauchen mehr Platz. Bei der sogenannten Dickungspflege entfernen wir Kranke und Verletzte und fördern gesunde und vitale Bäume. Dadurch gewinnt der Wald an Stabilität und passt sich viel besser an den Klimawandel an. Welches Ungetüm arbeitet da im Wald? Von dieser Maschine müssen die Bäume ja große Angst haben. Warum macht ihr das? Im Grunde ist es dasselbe wie vor 30 Jahren. Bäume werden größer und brauchen mehr Platz. Und damit sich die gesunden Bäume wohler fühlen und der Wald vital und stabil bleibt, entnehmen wir eben einen Teil davon. Harvester ernten die Bäume, Vorwader bringen das Holz auf die Forststraße und wir Menschen können den Rohstoff Holz wunderbar verwenden. Jetzt werden schon wieder Bäume aus dem Wald entfernt. Besteht das Bewirtschaften der Wälder nur daraus, dass ihr ständig Bäume umschneiden müsst? Nein, nicht nur. Aber wenn Bäume größer werden, brauchen sie eben mehr Platz. Und wir helfen dabei, dass die gesunden Bäume diesen Platz bekommen. Hier wird aufgelichtet, damit am Boden schon wieder junge Bäumchen wachsen können. Und das, obwohl noch große Baumriesen stehen bleiben. Hier arbeiten schon wieder Maschinen im Wald. Muss das sein? Schau her, die technologische Entwicklung macht eben auch vor der Waldbewirtschaftung nicht Halt. Und diese Technik unterstützt uns, damit die Waldarbeit nicht zu schwer und nicht zu gefährlich ist. Mit dem Seilkran und dem Prozessor, den du hier siehst, können wir auch im steilen Bergwald dafür sorgen, dass unsere Wälder gesund und vital bleiben. Und was geschieht mit dem Holz auf dem LKW? Mit dem LKW transportieren wir das Holz vom Wald zum Sägewerk, damit daraus viele Produkte hergestellt werden können. Vom Bauholz für das Haus bis zu wunderbaren Holzmöbeln. Oder auch Papier für das Schreiben und Zeichnen. Ich lese und höre so viel vom Klimawandel, dass der Wald darunter leidet, dass Borkenkäfer und Stürme unsere Wälder vernichten. Müssen wir uns da wirklich Sorgen machen? Natürliche Einflüsse in der Waldbewirtschaftung spielen eine große Rolle. Ja, Borkenkäfer können unsere Bäume schädigen und der Sturm kann die schönsten Bäume abnicken und entwurzeln. Kranke und entwurzelte Bäume müssen wir rasch aus dem Wald entfernen, damit die Wälder gesund bleiben. Verstehe ich das jetzt richtig, dass durch euer Bewirtschaften die Wälder so schön werden? Ja, seit Jahrhunderten bewirtschaften wir Menschen die heimischen Wälder. Wir Waldbäuerinnen und Waldbauern schauen auf die Natur, damit alles im Einklang wächst. Wir achten auf Pflanzen, Tiere, Vielfalt und wie man den Rohstoff Holz vermehrt. Wir schauen auf den Kreislauf des Wachsens, des Erntens und wie unser Bewirtschaften Zukunft schafft. Auf all das schauen wir beim Waldbewirtschaften ganz genau.
wenn wir das Wunderwald nachhaltig und sensibel nutzen.